Am Mittwoch stürzt ein Militärflugzeug mit 11 Soldaten an Bord in das philippinische Meer. Das Flugzeug war auf dem Weg von der Basis in Japan zum Flugzeugträger USS Ronald Reagan, rund 900 Kilometer vor der Küste von Okinawa. 8 Personen können gerettet werden und sind nur leicht verletzt. Von 3 Soldaten fehlt aber noch immer jede Spur. Ich bitte alle darum, sich einen Moment Zeit zu nehmen und die Mitglieder der Navy-Familie sowie deren Familie und ihren Freunden in die Gebete mit einzuschließen. Inzwischen beteiligen sich auch japanische Rettungskräfte an der unerbittlichen Suche. Die Tatsache, dass mindestens 8 Soldaten den Absturz überlebt haben, zeigt uns, dass auf jeden Fall ein sehr talentierter Pilot am Steuer saß, der es geschafft hat, die Maschine runterzubringen und im Meer zu landen, ohne dass sie auseinanderbricht. Nach einer Reihe schwieriger Zwischenfälle ist dies also wieder ein Unglück für die 7. Navy-Flotte im Pazifischen Ozean. 2017 hat es bereits mindestens 6 Unfälle gegeben, an denen die Navy in dieser Gegend beteiligt gewesen ist. Darunter waren auch die Unfälle, bei denen die USS John S. McCain und die USS Fitzgerald jeweils mit einem Frachtschiff zusammengestoßen sind. Flottenkommandant Joa Acoin ist einer der 8 Führungskräfte, die aufgrund der Zwischenfälle inzwischen vom Dienst enthoben worden sind. Doch trotz der Unfälle betont das Pentagon, dass die Marineflotte in der Region jederzeit bereit ist, auf eine mögliche Bedrohung zu reagieren, vor allem von Nordkorea. Jede Militäreinheit kann immer noch nicht besser vorbereitet sein, aber täuschen Sie sich nicht. Die amerikanische Navy ist die am besten vorbereitet ist und die fähigste und somit auch die tödlichste der Welt.